Für die Interessierten, gibt es da schon eine Website? In unserer Zeit muss es das natürlich geben, aber wir fangen gerade damit an. Sie finden uns unter www.sokrates.org. Sokrates.org. Und wenn Sie das aufrufen, dann haben Sie auf der linken Seite so einige Stellen, die Sie anklicken können. Und da finden Sie dann meinetwegen die Satzung, die Sie sich herunterladen können auch, die im Moment gültig ist. Es ist ja ein eingetragener Verein in Hamburg. Wir sind also eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichtes der Hansestadt Hamburg. Und es geht im Moment wesentlich darum, dass wir auch vom Finanzamt der Hansestadt Hamburg als gemeinnützig anerkannt werden. Da müssen jetzt gerade noch ein paar Satzungsänderungen eingefügt werden. Jeder, der sich mit solchen Dingen befasst hat, weiß, wie viele kleine Probleme es doch gibt, um die Behörden zufriedenzustellen. Aber es ist sichergestellt, dass dies alles gelingen wird. Das ist insofern von großer Bedeutung, als dass natürlich so ein Unternehmen nicht als ein Bodenstaat geschafft werden kann. Das heißt, wir brauchen auch Sponsoren, wir brauchen Leute, die dieses Konzept interessant finden und die uns mit etwas Geld unter die Arme greifen. Denn es ist ganz klar, wenn wir vor die Presse treten und dieses Konzept bekannt geben, dann werden uns die Journalisten ja sofort fragen, ja, und wer steht hinter ihnen? Ja, und wenn wir dann sagen, wir werden mal von einem Bodenstaat versuchen, dann können wir das vergessen. Und da haben sie ja auch recht. Es ist ganz klar, wir brauchen eine gewisse Administration, die wir im Voraus bezahlen müssen. Und es ist klar, bis das Ganze so weit anlaufen kann und vor allen Dingen, bis wir auch entsprechende staatliche Anerkennung gewonnen haben, dass es möglich wird, auch staatlich anerkannte Abschlüsse bei uns zu machen. Da geht nicht selbstverständlich noch eine ganze Zeit ins Land. Bisher wollen wir so verfahren, dass unsere Professoren ja alle ihre Venia Legendi, das heißt also ihre Lehr- und Prüfungsberechtigung, an ihren Heimatuniversitäten bzw. an ihren Heimatfakultäten haben. Und das heißt, wir können, wenn wir entsprechend mit unseren Heimatfakultäten verhandeln, sicher dahin kommen, dass diejenigen, mit denen wir Promotionen, Doktorarbeiten besprechen und die dann Doktorarbeiten erarbeiten, dass wir sie als Externe in den Fakultäten auch zu einer Promotion bringen können. Es muss sofort dazu gesagt werden, das ist nicht einfach und das ist kein Selbstgänger. Denn externe Promotionen werden im Allgemeinen in den Fakultäten nicht sofort bei gern gesehen. Aber ich denke, es gibt eine große Anzahl von Vorteilen für unsere Heimatuniversitäten, die sie dadurch gewinnen können, dass wir ihnen auf externe Weise freilich Promoventen zuführen. Die Ausbildung dieser Promoventen brauchen sie nicht zu übernehmen. Die machen wir ja. Aber sie erhöhen damit die Anzahl ihrer akademischen Abschlüsse. Und das wird natürlich von denjenigen, die die Universitäten bezahlen, von den Politikern, gern gesehen. Insofern ist also es sicherlich auch ein Vorteil für die Fakultäten und Universitäten, wenn sie mit uns dementsprechend zusammenarbeiten. Es gibt noch eine ganze Anzahl von solchen Vorteilen. Ich habe schon einen genannt, indem wir nämlich tatsächlich an Problemstellungen herankommen, die nicht nur akademischer Art sind, sondern die es auch tatsächlich im öffentlichen Leben gibt. Damit könnten wir auch die Universitäten und die Fakultäten in ihren wissenschaftlichen Arbeiten erheblich befruchten, denke ich. Außerdem könnten wir überhaupt auch das Sponsorenwesen dadurch mehr für die Universitäten und unsere Fakultäten dort interessieren. Es kommt ja sehr darauf an, dass diejenigen, die Geld haben,
auch davon überzeugt werden, es für bestimmte sinnvolle Zwecke auszugeben. Und ich bin schon der Meinung, dass auch an den Universitäten da noch eine Menge getan werden könnte. Wir könnten dann sozusagen eine Vorfeldorganisation der Universitäten sein, um auch größere Geldmengen dann schließlich in die Universitäten mit hineinzuschleusen. Also es gibt eine große Anzahl von Vorteilen, die sich durch die Zusammenarbeit der Universitäten mit der nun zu gründenden Sokrates-Universität ergeben können. Nun ist sicherlich ist immer wieder so, sobald ich mit jemand darüber spreche, über unser Sokrates-Universitätsvorhaben, ist die Begeisterung groß und die Frage ist, warum hat denn das noch niemand gemacht? warum weiß ich eigentlich noch gar nichts davon? Aber die Gründe liegen auf der Hand, ich habe sie ja schon angedeutet. Es ist klar, dass wir es dann an die Öffentlichkeit gehen werden, an die größere Öffentlichkeit, wenn wir entsprechende Sponsoren gefunden haben. Und es ist klar, dass wir uns darum auch durchaus intensiv bemühen. Das Interesse ist nicht gering, möchte ich sagen, sodass es sehr wohl möglich ist, dass wir bald eine ständige Geschäftsstelle haben werden. Und da stelle ich es mir auch so vor, dass wir vielleicht erstmal nur mit einer Sekretärin beginnen, die ebenfalls eine pensionierte Sekretärin einer Universität, ja, vielleicht der Hamburger Universität ist. Denn die Sekretärin der Universitäten, die kennen sich im Wissenschaftsbetrieb aus, die kennen die Kollegen im Inland und im Ausland und wissen, auf wen man sich verlassen kann und auf wen nicht so sehr und so weiter. All diese Dinge werden von den Universitätssekretären sehr gut beherrscht und deswegen halte ich es für vernünftig, ebenfalls eine pensionierte Universitätssekretärin hier bei uns mit einzustellen oder mit ihr die tatsächlich administrative Arbeit zu beginnen. Wiederum eben ein Zeichen in die Richtung, dass die Pensionäre sehr wohl noch in der Lage sind, sehr gute, wenn nicht sogar hervorragende Arbeit zu leisten. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Sekretärin durchaus dann auch froh ist, wenn sie eine solche Stellung bekommen kann, auch wenn es meinetwegen nur 3-4 Stunden am Tage sind. Erst einmal und vielleicht eine relativ geringe monatliche Bezahlung ist, die aber dennoch ein schönes Zubrot darstellen kann. Und vor allen Dingen, dass man eben doch, wie man so sagt, wieder etwas um die Nase hat. Vor allen Dingen sogar etwas, was Spaß macht, aufzubauen. Ja, und ich denke, es gibt eine große Neigung unter den pensionierten Kolleginnen und Kollegen, diesem Gedanken zu folgen, dass wir etwas Neues aufbauen können, dass wir von den alten, doch sehr festgefahrenen Universitätsstrukturen uns auch verabschieden können, dass wir hier ganz und gar uns auf Probleme einstellen können, die es nötig haben, gelöst zu werden, sodass wir sagen können, wir tun eine sinnvolle Arbeit für unsere menschliche Gesellschaft, für das Überleben der Menschen auf dem schönen Stern unserer Erde, für das Überleben der Natur. Alles voll von schwerwiegenden Problemen, die, wie ich meine, von den Akademikern zu lösen sind, denn sie sind ja schließlich sogar dafür verantwortlich, dass diese Probleme überhaupt entstanden sind. Denken Sie an die Umweltprobleme. Durch wen sind sie entstanden? Na, durch die Chemiker, durch die Physiker, durch